Kollege Stocki, heute 8. Meisterschaftsrunde, Spitzenkampf hier in Oberdiessbach. Wie ist das Spiel ausgegangen? Ja, eigentlich sehr gut für uns. Wir sind am Morgen angereist, voller Vorfreude. Und wir wissen, dass wir ein Spitzenspiel spielen dürfen. Wir waren motiviert und so sind wir, glaube ich, auch ins Spiel gekommen. Wir haben einander geholfen, waren bei Sachen. Es war immer eine super Leistung. Nie eigentlich gefährlich gewesen. Und Bock im ersten Umgang auch. Eine super Leistung. Im zweiten, am Anfang, hat es ein bisschen gekappert. Aber dann hinten ab ist es wieder fast eine optimale Trefferquote gewesen. Ja. Man kann sagen, eine Top-Mannschaftsleistung. Wie sieht es denn zahlenmässig aus? Da haben wir das Heimteam Oberdiessbach hat 0 Nummer, 1160 Punkte und wir haben auch 0 Nummer, 1280 Punkte. Sprich 120 mehr geschlagen. Darum dürfen wir 4 Rangpunkte mit hinnehmen, die wir sicher sehr gerne auf unser Konto schaufeln. Ja. Du selber bist zurück nach langer Verletzungspause. Wie ist es dir gegangen? Ja, ich habe 71 geschlagen. Ich muss eigentlich sehr zufrieden sein. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so viel gut geht. Ja, es war cool, wieder mal mit der Mannschaft unterwegs zu sein. Als Hornhauser und nicht als Zuschauer. Gefällt, ja. Sicher schön, dass du zurück bist. Merci vielmals für die Stellungnahme und weiterhin alles Gute.